Hallo zusammen, heute ein kleines Video über die Obstanlage unweit unseres Hauses. Wir haben hier einen 12 Meter langen Streifen, haben rechts und links am Ende und in der Mitte einen Baumpfahl eingeschlagen mit einer Zopfstärke von 10 cm. Zopfstärke nennt sich der Durchmesser von diesen Pfählen hier. Haben die dann rechts und links jeweils abgespannt, schräg mit so Hülsen, die in den Boden reingedreht werden. Da ist noch unten so ein Teller dran, damit man die quasi dann fest in den Boden eindrehen kann. Ja, und dann haben wir hier in der Höhe von 40 cm ein Draht komplett rübergespannt. Hier so Drahtspann angebracht, damit man das gegebenenfalls nachspannen kann. Oben dasselbe in grün. Wir sind oben bei knapp 1,80 Meter, 1,90 Meter. Und haben jetzt hier in der ersten Reihe Kiepflanzen, die wir selbst gezogen haben aus Kernen, mal reingesetzt. Die sind vom Abstand her ein bisschen zu eng aufeinander drauf. Aber die lassen wir jetzt einfach mal wachsen und schauen, wie sie sich überhaupt entwickeln hier draußen. Und haben dann eigentlich vor, hier im ersten Bereich eine belgische Hecke zu erstellen mit Birnen und mit Quitten. Eine belgische Hecke. Wir haben in der Mitte einen kleinen Stamm und gehen dann mit zwei Zweigen rechts und links jeweils im 45 Grad Winkel raus und verflechten die dann mehr oder weniger, sodass da im Laufe der Jahre dann eine dichte Hecke entstehen wird. Ja, bietet sich an für Birnen, das System. Dann haben wir hier in der zweiten Reihe Serie 3 Litzen, die gespannt sind, drei Drähte, die gespannt sind, so in 40 cm Höhe, 80 cm Höhe und wieder 1,80 m Höhe. Und ihr seht hier, das sind Nektarinen und Pfirsiche. Die werden hier im 45 Grad Winkel gezogen. Das nennt sich Strapo-System. Die Bäume werden dadurch vom Hauptstamm her länger und werden dann quasi von der Oberseitenförderung her, die Zweige, die dann hier nach oben weggehen, werden dann später entsprechend angeheftet und nach oben erzogen, damit hier auch relativ schnell eine recht dichte Hecke entstehen wird. Da muss man mal gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Hier mit einem Außenbereich nicht überdacht, wegen der Kräuselkrankheit. Ja, und dann hier in der letzten Reihe, das war eigentlich die erste, weil hier war ein Wildling gestanden. Den haben wir jetzt ein bisschen runtergenommen und versucht ein bisschen zu formieren. Und zu einem Spalierbäumchen, der wächst nicht so stark, und haben dann hier in der Folge im Abstand von 1 Meter unsere jungen Bäume gesetzt. Das sind eigentlich alles schwach bis mittelstark wachsende Unterlagen, wo wir dann auch Schnurbäume erziehen wollen, beziehungsweise Spindelbäumchen, und in der Mitte rechts und links vom Mittelposten wollen wir auch Spalierbäume erziehen, rechts und links davon. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Und ja, wer Platz zu Hause hat, kann sowas gerne nachbauen. Ich finde, es ist eine witzige Geschichte und was anderes als so eine immergrüne Hecke, die wenig Nutzen hat. Hier werden, denke ich mal, hoffe ich mal, in den nächsten paar Jahren einiges an Blüten dann unterwegs sein für die Bienchen, die übrigens am Ende zu sehen sind. Ja, ich werde mal immer wieder lose Folge berichten, wie es hier weitergeht. Wir haben hier vor, im Herbst dann noch ein paar Bäume oder Sträucher da hinten wegzumachen und noch ein paar Reihen reinzusetzen, damit wir unsere weiteren Bäume unterbringen. Haben davor so eine kleine Sammlung von alten Obstsorten unterzubringen, mit denen wir dann hier die Nachbarschaft versorgen können. Ja, soweit mal zu dem Projekt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut, bis dann. Ciao.